Jetzt bei RFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Hochwasserschutz ist ein wichtiges Thema. Verantwortliche erläutern Schäden und Maßnahmen in Wernigerode. Hier macht das Bauhaus Schule. Land startet neue Dachkampagne zum Marketing. Gesund und schmackhaft essen. Neuer Chef im Halberstädter Amtskeller. Plug-in-Hybrid im Premium-Segment. Der Mercedes GLC 350e im ADAC-Autotest. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Hier macht das Bauhaus Schule. Land startet neue Dachkampagne zum Marketing. Nach dem Lutherjahr ist vor dem Bauhausjubiläum und das Land Sachsen-Anhalt beginnt bereits jetzt, seine Bürger darauf einzustimmen. Den Auftakt macht am Mittwoch eine Präsentation im Bauhaus Dessau, zu dem der Ministerpräsident und sein Staatsminister für Kultur Rainer Rober erschienen waren. Ging es doch darum, die neue Dachkampagne für Sachsen-Anhalt zu präsentieren, mit dem das Bundesland die nächsten Jahre für sich werben will. Dachkampagne ist dabei ein Fachbegriff aus der Werbung, sozusagen das übergeordnete Motto der Reklame. Nicht nur Kenner erinnern sich bestimmt an die Frühaufsteherkampagne oder das Ursprungsland der Reformation, die uns in den letzten Jahren begleiteten. Doch genug der Vorrede, wie soll er denn nun heißen, der neue Claim? Die Vorstellung übernahm Tom Ising von der Münchner Agentur Herborg-Weiland, die bereits die Kampagne Große Pläne im Jahr 2016 für Sachsen-Anhalt gestaltete. Kernstück, so Ising, ist die Überschrift Sachsen-Anhalt, hier macht das Bauhaus Schule. Ganz wichtig, Hashtag modern denken. Hashtag hat aber nichts mit Cannabis zu tun, sondern, um das zumindest unseren älteren Zuschauern zu erklären, Hashtag ist die englische Bezeichnung für das Doppelkreuz und wird hauptsächlich im Kurznachrichtendienst Twitter verwendet. Damit kennt sich auf alle Fälle Ministerpräsident Haseloff aus, denn der ist bekanntlich ein leidenschaftlicher Twitterer. Auf jeden Fall, denn ich bin ja doch versierter Twitterer und das muss mit rein. In dem Moment kann es jetzt losgehen. Mit Luther haben wir angefangen in diesem Jahrzehnt und 2019 gibt es den weiteren Höhepunkt. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Das sind unterschiedliche historische Bezüge, aber es ist eben Sachsen-Anhalt. Und UNESCO-Welterbe heißt eben, hier ist ja globale Geschichte geschrieben worden und jeder, der jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht kommt, der hat was verpasst. Doch Hashtag modern denken ist nur die halbe Wahrheit, wie die Kreativen aus München erklärten. Der Kern ist, dass es darum geht, dass Sachsen-Anhalt auch heute noch und nicht nur damals zu Zeiten der Entstehung des Bauhauses ein Standort war, an dem modern gedacht wird. Und das setzt sich fort und erneuert sich immer wieder und dieser Gedanke lässt sich auf heute übertragen und das wollen wir mit der Kampagne transportieren. Die konventionellen Plakate, hier eines feierlich enthüllt, kommen zumindest jetzt grafisch sehr übersichtlich daher. Weißer Grund mit schwarzer Schrift. Sie stellen jedoch nur einen kleinen Teil der geplanten werbenden Maßnahmen dar, die sich wohl vor allem im Internet konzentrieren werden. In erster Linie ist es jetzt eine Imagekampagne, eine neue Landeskampagne, die kommuniziert wird. Und unter der Plattform Hashtag modern denken, die jetzt gefüllt wird, es ist jetzt sozusagen Stunde Null, können natürlich alle Menschen, die auch modern denken, hier im Land teilhaben. Und dieser Hashtag wird sich nach und nach füllen von den Institutionen, von aber auch einzelnen Personen, Start-ups, Protagonisten, sozialen Projekten, Kunstprojekten und so weiter. Das Bauhausjubiläum wird im Jahr 2019 als nächster kultureller Höhepunkt begangen. Bis dahin wird man wohl noch einige neue Ideen der Werbeagentur bewundern dürfen. Mögliche Motive wurden auf dieser Veranstaltung bereits vorgestellt. Darüber hinaus wird der Luther vom Briefpapier der offiziellen Stellen Sachsen-Anhalts durch das moderne Denken ersetzt. Und als nächste Zäsur werden die Schilder an den Autobahnen ausgetauscht. Doch damit ist jedoch vor dem Frühjahr noch nicht zu rechnen und so lange wird der Luther die Reisenden im Ursprungsland der Reformation begrüßen.
Hier macht das Bauhaus Schule. Land startet neue Dachkampagne zum Marketing. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Vor dem Start ins Wochenende erwarten uns wie gehabt graue Aussichten. Bereits am Freitagmorgen ist es leicht bewölkt bei Frühwerten um 1 Grad. Mittags schließt sich die Wolkendecke und die Temperatur steigt an auf 4 Grad. Am Abend bleibt es identisch und es kühlt sich wieder ab auf 2 Grad. Über Nacht steigt die Temperatur erneut an auf 3 Grad und gebietsweise kommt es zu leichten Regenschauern. Zum Start ins Wochenende versteckt sich die Sonne weiterhin hinter einer dichten Wolkendecke bei Tageshöchstwerten von 4 Grad. Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel, lass dein Haar herunter! Wenn halt nicht. Jetzt einen kostenlosen Hörtest machen. Damit auch Sie in Zukunft nichts Wichtiges verpassen, kommen Sie zur Expertin für gutes Hören. Neumann Hörakustik in Quedlinburg wünscht Ihnen frohe Weihnachten. EP Mediapark Schubinski. Jetzt werden hier Wünsche wahr. Mit dem 40 Zoll LED Smart TV mit Triple Tuner von Panasonic für 389 Euro. Und beim Kauf dieses 55 Zoll Samsung QLED Fernsehers mit Twin Triple Tuner für 1999 Euro gibt es ein Galaxy A5 gratis dazu. Für mobile Anwendungen bietet das Galaxy Tab A6 mit 16 GB Speicher, 1,6 GHz Octa-Core Prozessor und ausgereifter Video- und Fotofunktion viele Möglichkeiten für nur 199,99 Euro. Ein begehrtes Geschenk ist auch das Dual-SIM-Handy von Huawei Honor 6A mit 13-Megapixel-Kamera für 129 Euro. Jetzt bei EP Schubinski auch mit 0% Finanzierung. Und auch an den kommenden Adventssamstagen hilft Ihnen das Team bis 18 Uhr bei der Auswahl der richtigen Weihnachtsgeschenke. Mörderisch gut seit 15 Jahren. Das Original Krimi-Dinner feiert Jubiläum am 16.12. auch im Schlosshotel Ballenstedt. Sichern Sie sich jetzt noch Ihre Tickets für einen aufregenden Ausflug in die Krimi-Zeit der 60er Jahre und erleben Sie hautnah bei einem erlesenen Menü das im Stil von Edgar Wallace inszenierte Verbrechen. Ein Highlight für jeden Krimi-Fan. Das garantiert Gänsehaut und Gaumenschmaus im Schlosshotel Ballenstedt, das sich in die geheimnisvollen Gemächer von Schloss Darkwood verwandelt. Tauchen Sie in die mörderische Gesellschaft um Lady Estenberry, in eine Welt voller spannungsgeladener Atmosphäre, in der Sie vielleicht sogar eine Gastrolle übernehmen. Tickets für den Tatort Ballenstedt und das Original Krimi-Dinner, die Nacht des Schreckens, erhalten Sie unter www.krimidinner.de und unter 0201 201 201 sowie vor Ort im Hotel. Übrigens auch für weitere Krimi-Dinner 2018. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Willkommen in der Adventsstadt Quedlinburg. Es ist wieder soweit. Der größte Weihnachtsmarkt der Region ist eröffnet. Bis zum 21. Dezember präsentieren die Händler an den Ständen alles, was das Herz begehrt.
Lassen Sie sich mitnehmen auf eine musikalische Reise am Donnerstag von den Kellerknaben. Und am Freitag stimmen Sie die Halberstädter Bläser auf die Weihnachtszeit ein. Das Quedlinburger Blechtett spielt am Samstag. Besuchen Sie den Quedlinburger Weihnachtsmarkt täglich von 11 bis 20 Uhr und am Freitag sowie am Samstag sogar bis 22 Uhr. Am Wochenende öffnet der beliebte Advent in den Höfen wieder seine Tore. Bitte benutzen Sie aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten die Bahn zur Anreise. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Wenn mehr Bewegung mehr Spaß bedeutet. Wenn aus vielen Atemzügen ein Moment der Ruhe wird. Wenn aus einer kleinen Familie ein großes Glück wächst. Dann ist unsere Gesundheit in besten Händen. AOK, die Gesundheitskasse. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Märchenhafte Weihnachten in Halberstadt. Ab dem 28. November laden die stimmungsvoll geschmückten Stände zum Bummeln auf dem neuen Weihnachtsmarkt ein. Rund um das Rathaus duftet es nach Glühwein und frisch gebackenen Lebkuchen. Die Buden bieten eine große Auswahl an Geschenkideen und in der überdachten Rumtopfhütte können Sie sich bei einem Glas Feuerzangenbowle aufwärmen. Die kleinen Gäste können sich auf den Weihnachtsmann freuen und mit der Eisenbahn durch den zauberhaften Märchenwald fahren. Das alles und die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Domstadt stimmen Sie garantiert auf das Fest ein. Disse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen, damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Disse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Hochwasserschutz ist ein wichtiges Thema. Verantwortliche erläutern Schäden und Maßnahmen in Wernigerode. Die Bilder des Juli-Hochwassers in der Region sind noch nicht vergessen. Eine Verknüpfung ungünstiger Umstände führten nach Starkregen zu erheblichen Schäden im Bereich der Gewässer erster und zweiter Ordnung. In einer Gesprächsrunde werden die Auswirkungen sowie die bisher und zukünftig zu realisierenden Maßnahmen in und um Wernigerode vorgestellt. Die Starkregenereignisse vom Juli diesen Jahres, 24. bis 26. Juli, haben die Ortslage Wernigerode und den Ortsteil Silstedt in besonderem Maße getroffen. In Wernigerode war das der Bereich Hasserode, Insel, der Bereich Auerhahn und in Silstedt die Ortslage vor dem Ort Silstedt. Also die Stadt hat sofort reagiert, indem die Feuerwehr natürlich auch gemeinsam mit Gewässerpaten und Anlegern die Durchflüsse unter den Brücken versucht hat freizuhalten. Das Schlimmste wäre gewesen, wenn die Brücken noch in Gefahr gekommen wären und
das Freihalten der Gewässer auch durch den Unterhaltungsverband, durch das Beräumen der Kiese und der Sande vor den Übergängen der Gewässer in die Verrohrungen, das sind die Hauptknackpunkte, wenn das Wasser über die Ufer tritt. Und der Einsatz der Hubschrauber in Sylstedt ist ja bekannt und zur Sicherung der Gasleitungen. Wichtig war auch eine Koordinierung aller Verantwortlichen in diesem Zuge, nämlich die Vertreter des Landesamtes für Hochwasserschutz, der Stadt Wernigerode, des Unterhaltungsverbandes Ilse Holtemme und der Versorgungsträger gemeinsam. Nur das konnte gemeinsam funktionieren. Die Sofortmaßnahmen konnten natürlich nur im beschränkten Umfang umgesetzt werden. Es sind zahlreiche Planungen jetzt erforderlich, die dann im Prinzip zu Maßnahmen führen werden, die noch einige Jahre andauern. Ich nenne ja auch ausdrücklich die Beauftragung der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Ort Wernigerode. Wir werden also davon ausgehen, dass im Sommer des Jahres 2018 ein Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Situation im Hochwasserschutz in Wernigerode auf dem Tisch sein wird. Die Höhe der Schäden, die allein durch die Gewässer erster Ordnung, also Zillierbach und Holtemme in Wernigerode und den Ortsteilen verursacht wurden, wird auf fast 10 Millionen Euro geschätzt. Also insgesamt für die Gewässer erster Ordnung, was also für den Flussbereich Halberstadt bedeutet, dass die Holtemme, Zillierbach und auch die Ilse waren stark betroffen, aber auch die Äcker mit einem relativ kleinen Einzugsgebiet liegen jetzt schon bei der Kostenschätzung. Man muss ja sagen, es ist eine Kostenschätzung, weil man nicht weiß, was die Ausschreibungsergebnisse dann wirklich bringen, aber liegen bei über 13 Millionen im Moment. Wie viel Geld wurde bisher zur Verfügung gestellt? Also wir haben jetzt in diesem Jahr, in den 5 Monaten, die uns zur Verfügung stehen oder standen, schon an die 2,5 Millionen Euro umgesetzt. Ist es nur eine Schadensbeseitigung oder soll es eine Lösung auf Dauer werden? Es ist zum größten Teil natürlich eine Schadensbeseitigung, aber wo wir schon Schwachstellen erkannt haben im Ergebnis der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, die Stufe 3, wo ja dann die Schwachstellen an einem Gewässerlauf identifiziert werden, da, wo wir solche Schwachstellen haben, da werden wir jetzt im Rahmen der Schadensbeseitigung auch die Ufermauern auf ein entsprechendes Maß bringen, dass wir ein 100-jährliches Hochwasser auch schadfrei abführen können. Und woher kommen die Gelder? Die Gelder sind zurzeit noch für dieses Jahr direkt aus dem LAW-Haushalt, also mit eigenen Bordmitteln im Prinzip umgesetzt. Erste Maßnahmen sind erfolgt. Die Straßenbereiche mussten schnell repariert werden, die Stützmauern wurden gesichert und das Gehölz im Uferbereich entfernt. Weitere Arbeiten sollen ab Anfang Februar realisiert werden. Im Bereich Auerhahn, ich sag mal hier, beziehe ich das ausdrücklich auch auf die Aktivitäten der Bürgerinitiative, die ja verstärkt bemüht ist, einmal Maßnahmen in Wernigerode zu erreichen, um Wasser zurückzuhalten, sodass die Flüsse durch die Gewässer nicht so stark belastet werden. Aber hier ist es der Fall, dass der Auerhahn sehr tief liegt und damit die Stützmauern überspült wurden, auch die Grundstücke überspült haben. Die Brücke Kruskerstraße zu tief liegt, das heißt, hier sind planerische Maßnahmen erforderlich, um den recht engen Gewässerquerschnitt der Holtemme hier zu verändern. Die Maßnahmen, die hier erforderlich werden, sind aber erst nach umfangreichen Planungen umsetzbar. Wie sieht es im Bereich Schirke aus? Im Bereich Schirke ist es so, dass wir schon seit 2 Jahren an der Klärung der Problemlage am Nordhang in Schirke sind. Hier ist eine Schwachstellenanalyse beauftragt worden und auch ausgeführt worden. Wir werden also die Zuflüsse aus dem Nationalpark, hier geht es vor allen Dingen um das Schmelzwasser und Oberflächenwasser bei gefrorenem Boden, dass die Ortsrandbereiche überflutet werden. Das Wasser muss geordnet in die Bode reingeführt werden und hier werden bauliche Maßnahmen erforderlich werden, Kanäle, Zuleitungen zur Bode zu bauen, um die Überflutung in dem Bereich zu verändern und zu verhindern. Für Schirke ist es so, dass auch dieser Ortsteil Bestandteil natürlich des Hochwasserschutzkonzeptes sein wird. Hier ist der Bereich südlich noch zu betrachten. Bereits im nächsten Jahr werden wir das Gewässer 208 in der alten Dorfstraße erneuern. Und so werden zahlreiche Maßnahmen, die uns finanziell stark belasten werden, aber zwangsweise erforderlich sind, in den nächsten Jahren beschäftigen. Auch der Bau von Regenrückhaltebecken ist geplant? Der Bau von Regenrückhaltebecken ist, ich sag mal, auf Schirke bezogen recht schwierig. Durch die starken Hanglagen wird das dort nicht so funktionieren. Aber in Wernigerode ist es durchaus geplant. Gemeinsam mit dem Abwasserverband wird die Stadt Wernigerode Rückhaltungen im Bereich der Zaunwiese bauen. Das ist für das Jahr 2018 geplant.
Die Finanzierung ist natürlich noch nicht sicher. Das heißt, die Ratsbeschlüsse sind dafür erforderlich. Aber ich gehe davon aus, dass auch der politische Raum Maßnahmen des Hochwasserschutzes prioritär behandeln wird. Das heißt, der Bau der Rückhaltung in der Zaunwiese und 2019 im Bereich der Lutherstraße sind durchaus Maßnahmen, die realistisch sind. Und was wünschen Sie sich von den Bürgern? Von den Bürgern wünsche ich mir, dass sie in der Pflicht als Anlieger der Gewässer sich dessen bewusst sind, dass Ablagerungen und Verkippungen in die Gewässer durch Grünschnitt, durch Müll unterlassen wird. Das wäre eine große Bitte. Die Eigenverantwortung fängt vor der eigenen Haustür an. Der Unterhaltungsverband Ilse Holtemme ist zwar zuständig für die Bäche, die das Wasser der Holtemme und dem Zilierbach zuführen, aber die Schadensbeseitigung liegt in den Händen der Stadt. Wir befinden uns hier in Wernigerode im sogenannten Hochwasserentstehungsgebiet. Wenn es hier regnet, ist sofort das Wasser da. Wir haben keine Chance, die Leute zu warnen, wie zum Beispiel in Magdeburg. Magdeburg weiß ganz genau, in 2-3 Tagen ist das Wasser da. Aber wir können das nicht. Da müssen wir sofort handeln, wenn es regnet. Zum Beispiel das Starkregenereignis am 2. Juni 2016, da hat es 3 Stunden lang geregnet und das Wasser war so intensiv und das Schwemmgut und Kies, was ankam, zum Beispiel im Sturzbach in Hasserode, hat sofort zu Verstopfungen geführt und zu Überflutungen. Also eine Warnung ist hier in dem Bereich eigentlich nicht möglich. Welche Maßnahmen konnten Sie schon umsetzen und welche fehlen noch? Wir haben natürlich die Gewässerzweitordnung im Rahmen der Aufgabe des Unterhaltungsverbandes Ilse Holtemme wieder beräumt. Wir haben den schadlosen Wasserabfluss wieder gewährleistet in den Gewässern zweiter Ordnung. Wir haben die Beräumung, die Kiesberäumung an den Knackstellen, an den Schwachstellen, wo Rückstaue sind, wo Verrohrungen beginnen in Wernigerode, wo Verbauungen sind. Wir haben dieses Schwemmgut, diesen Kies wieder zurückgebracht, an geeignete Stelle entsorgt, sodass der Wasserabfluss wieder gewährleistet ist. Und wir planen natürlich als Stadt Wernigerode ein Hochwasserschutzkonzept umzusetzen. Und da wollen wir diese Probleme, die an den Gewässern zweiter Ordnung existieren, schon im Oberlauf nicht lösen, aber verringern, die Probleme für Wernigerode. Bedeutet auch, die Verrohrung ist ein Problem? Natürlich, Verrohrungen sind das Hauptproblem. Ja, die Gewässer kommen aus dem Harzbereich, aus dem natürlichen Bereich, die Hänge runter und werden in dem urbanen Bereich von Wernigerode überbaut, verrohrt. Und genau an den Stellen sind die Schwachstellen. Und die Schwachstellen, die müssen beherrscht werden. Und dort ist auch ganz wichtig, dass Wernigerode eine Wasserwehr hat, die dann mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeitet, sodass jeder weiß, was mache ich, zu welcher Zeit, an welchem Ort. Bis Mitte 2018 soll ein Hochwasserschutzkonzept für die Stadt Wernigerode und deren Ortsteile vorliegen. Für einige Hochwassermaßnahmen steht bereits fest, dass sie nicht vor 2019 in Angriff genommen werden können. Besuchen Sie das Weihnachtsland und die nordische Winterwelt in der Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg. Ob klassisch oder modern, ob industriell hergestellt oder hochwertig von Hand gefertigt, holen Sie sich das festliche Ambiente nach Haus. In der Ausstellung finden Sie schmückende Glaselemente in allen Formen und Farben, auch in Verbindung mit dekorativen Elementen aus Holz oder Keramik. Mit Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit stimmt die Glasmanufaktur auf das Fest ein. Am 17. Dezember um 15 Uhr ist die Harzer Puppenbühne zu Gast. Der Eintritt ist frei. Ihre Glaserlebniswelt im Harz. Adventsshopping klingt in den Rathauspassagen so. Alle Geschäfte öffnen am Sonntag. Die Kinder können bei uns backen und basteln. Und die Eltern kaufen in Ruhe schöne Geschenke. Diesen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Rathauspassagen Halberstadt. Mehr Spaß dabei. 2017 geht, 2018 kommt und das muss gefeiert werden. Auf der All-Inclusive Silvesterparty in der Mehrzweckhalle Haasleben. Rutschen Sie zusammen mit der Liveband Einzig und Artig und DJ Micha ins neue Jahr und genießen Sie den einzigartigen Blick auf Halberstadts Feuerwerke und Lichterspiel.
Einmal zahlen und nach einem Begrüßungsgetränk erwarten Sie ein köstliches Buffet, Live-Musik, Longdrinks von der Cocktailbar und beste Unterhaltung bis tief in die Nacht. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH, Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gesund und schmackhaft essen. Neuer Chef im Halberstädter Amtskeller. Lutz Kocklin hat sein neues Betriebsrestaurant im Halberstädter Landratsamt eröffnet. Montags bis freitags von 7 bis 14 Uhr ist der umgebaute und neu gestaltete Amtskeller sowohl für Mitarbeiter als auch für Gäste geöffnet. Also wir haben ja alle auch von der Kreisverwaltung einen sehr guten Eindruck vom neuen Betriebsrestaurant. Unsere Absicht ist es ja, hier auch unseren Mitarbeitern als Arbeitgeber eine gute Verpflegung in den Morgenstunden und zum Mittag anzubieten. Und wir stellen auch fest, dass es sehr gut angenommen wurde und auch im Vergleich zu vorher deutlich höhere Beteiligung der Mitarbeiter hier ist. Essen in Kocklins Amtskeller bedeutet, in angenehmer Atmosphäre bei schmackhaften Gerichten einmal abzuschalten und die Pause zu genießen. Die neue moderne Ausstattung mit dekorativer Gestaltung passend zur Jahreszeit sowie auch der kleine Pausenklatsch sorgen für ein entsprechendes Wohlfühlklima. Lutz Kocklin bringt seine langjährige Erfahrung als Küchenchef und die Liebe zum Beruf hier in Halberstadt ein. Ja, ich habe als Kind schon immer gerne bei meiner Oma in die Kochtöpfe geschaut und habe mitgeholfen, wo ich nur konnte. Ich habe in der Schulzeit, in der Ferienzeit, in der Gastronomie gearbeitet, überall ausgeholfen. Und da ist es natürlich nicht weit hergeholt, dass ich meinen Beruf als Koch wähle. Ich habe eine Kochlehre gemacht in Wernigerode im Ratskeller. Ich habe verschiedene gastronomische Einrichtungen gearbeitet, meine Erfahrungen dort gesammelt und war nachher Gastronomieleiter in der Fachklinik Teufelsbad, 13 Jahre, und dann Betriebsleiter in den Diakoniekliniken in Elbingerode
Und dann kam die Möglichkeit, hier im Landkreis Halberstadt den Amtskeller zu eröffnen. Und da ich gerne koche, gern kreativ bin, gern auch am Herd stehe, habe ich den Mut gefasst, doch hier den Amtskeller zu eröffnen. Mit einem besonders abwechslungsreichen Frühstück ab 7 Uhr kann der Start in den Tag erfolgen. Den Salatteller stellt sich jeder nach seinem Geschmack zusammen. Frisches Obst, Gemüse sowie Kräuter sind es, die zum Beispiel das Frühstück zu einem Höhepunkt werden lassen. Frisch gebackene Brötchen und die kleinen Extras werden gern angenommen. Als erfahrener Küchenchef weiß Lutz Koklin, das Auge isst mit. Also zum Frühstück bieten wir belegte Brötchen, ein kleines Frühstücksbuffet. Dienstags machen wir frisch live Rühreier mit Bacon oder auch nur mit Kräutern. Donnerstags machen wir Omelettes mit verschiedenen Füllungen, ganz nach Bedarf, ganz was der Gast möchte. Wir bieten Kaffee natürlich an, wir bieten süße Sachen an und auch Joghurt. Zum Mittagessen habe ich 4 Gerichte täglich im Wechsel. Die Preisspanne von den Gerichten beträgt zwischen 1,50 Euro bis 5 Euro pro Person. Ich versuche klassische Gerichte, regionale Gerichte und auch ein bisschen so mediterrane Gerichte mit anzubieten, abwechselnd auch ein bisschen ausländische Sachen wie asiatisch oder indonesisch, thailändisch ist auch mit im Programm drin. Der 53-Jährige hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er hat sein eigenes Betriebsrestaurant eröffnet. Gemeinsam mit 3 Mitarbeiterinnen bewirtschaftet er den Amtskeller und bietet ein breites Speisensortiment an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Davon können sich seine Gäste Tag für Tag überzeugen. Von 11 bis 14 Uhr wird Mittagessen angeboten. Der Speiseplan hat für jeden etwas. Ob für den kleinen Hunger oder für den großen Appetit. Ob vegetarisch oder mit Fleisch. Hier findet jeder das Essen nach seinem Geschmack. Einmal in der Woche beim Front Cooking kann der Gast die Zubereitung der Speisen live erleben. Am Freitag wählen die Gäste ihr Lieblingsessen aus unterschiedlichen Angeboten. Das sogenannte Beamtenbuffet ist sehr beliebt. Auch die zahlreichen Salate und Dessertvariationen werden gern angenommen. Wer nicht im Restaurant essen möchte, der kann natürlich auch sein Essen mit nach Hause nehmen. Ich bin täglich hier und genieße es sehr, dass ich auch gar nicht auf den Speiseplan schauen muss, sondern immer weiß, dass es etwas gibt, was mir auch gefällt. Es sind die Kreativität und die frischen kulinarischen Ideen, die die Gäste beeindrucken. Die wöchentlichen Speisepläne können auch im Internet zu jeder Zeit eingesehen werden. Das Angebot von Lutz Koklin ist jedoch noch viel breiter. Bis zu 150 Personen bieten wir Caterings an, Betriebsfeiern, private Feiern. Ich mache auch Outdoor-Catering, also wenn jetzt zum Beispiel ein Geburtstag im heimischen Garten gefeiert werden soll. Ich bringe das komplette Equipment mit und koche live vor den Gästen. Ich habe auch die Möglichkeit, als Mietkoch zu arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel Feierlichkeiten sind mit den Gästen zu Hause, schaue ich mir die Küche an und bereite dort ein 3-, 4-, 5-, 6-Gänge-Menü mit den Gästen zusammen zu und wir unterhalten uns darüber, ich erkläre die Nahrungsmittel. Natürlich dürfen die Gäste dann mithelfen, ein bisschen schneiden, ein bisschen garen, ihre Erfahrungen mit hineinbringen. Das wird immer ein toller Abend, ist das, der sich bis in die Nacht hineinzieht und es ist immer mal was anderes. Weiterhin natürlich auch Geburtstagscatering, Hochzeiten, in allen möglichen Bereichen bin ich unterwegs und biete das an. Von seinen Kunden hat er nur positive Resonanz erhalten. Begeistert sprechen sie auch über das Kochen im Kreis von Freunden und Familie. Wir haben dann eben so eine Art Sommerfest, Brunch gemacht und er hat ein Live-Kochen veranstaltet. Und ja, es war einfach super. Sehr frische Sachen, mediterran vor allen Dingen, hat sehr gut zum Sommerfest gepasst. Frische Salate, gegrillte Sachen, ja, alles was so der Topf und die Pfanne hergab, ja, also sehr mediterran. Zufriedene Gäste, das ist Lutz Koklins Aushängeschild. Für jeden steht der Amtskeller offen.
Und wer ein leckeres Essen zum kleinen Preis haben möchte, der ist hier genau richtig. Wer eine Feier plant und geschmackvoll zubereitetes Essen bevorzugt, der ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Märchenhafte Weihnachten in Halberstadt. Ab dem 28. November laden die stimmungsvoll geschmückten Stände zum Bummeln auf dem neuen Weihnachtsmarkt ein. Rund um das Rathaus duftet es nach Glühwein und frisch gebackenen Lebkuchen. Die Buden bieten eine große Auswahl an Geschenkideen und in der überdachten Rumtopfhütte können Sie sich bei einem Glas Feuerzangenbowle aufwärmen. Die kleinen Gäste können sich auf den Weihnachtsmann freuen und mit der Eisenbahn durch den zauberhaften Märchenwald fahren. Das alles und die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Domstadt stimmen Sie garantiert auf das Fest ein. Das Kloster Ilsenburg lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem ganz besonderen Adventsmarkt ein. Am 16. und am 17. Dezember erwarten Sie von 11 bis 18 Uhr leckere Lebkuchen, Glühwein, weihnachtliche Geschenke und viele andere Überraschungen. Ein kleines weihnachtliches Programm mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen und einem Puppenspiel für die kleinen Besucher wird ebenfalls geboten. Die Evangelische Stiftung Neinstedt lädt am 16. Dezember herzlich in die Lindenhofskirche zu einer Aufführung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium ein. Los geht es 16 Uhr und Karten sind im Vorverkauf in der Hauptkasse der Evangelischen Stiftung im Haus Martin und an der Konzertkasse erhältlich. Am dritten Adventssonntag, dem 17. Dezember, stimmt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode, das Vokalensemble, Band and Voices und Solisten in der Johanneskirche Wernigerode auf das Weihnachtsfest ein. Unter dem Dirigat von Christian Fitzner und Stefan Wohlgemuth werden festliche wie besinnliche Chor- und Orchesterwerke erklingen. Der stellvertretende Konzertmeister des Kammerorchesters, Alexei Naumenko, wird Johann Sebastian Bachs A-Moll-Violinkonzert, wohl eines der bekanntesten Solokonzerte überhaupt, darbieten. Beginn ist 15 Uhr und Karten sind in der Touristinformation Wernigerode unter www.pkow.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Der größte Adventskalender Deutschlands ist in Quedlinburg zu erleben. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeweils eine Tür von 24 weihnachtlich geschmückten Häusern auf dem Quedlinburger Schlossberg. Welche märchenhafte und süße Überraschung sich dahinter verbirgt, erfahren die Kinder immer erst dann, wenn die Tür geöffnet wird. Dazu treffen sich Quedlinburger Kinder mit ihren Eltern und Gästen jeden Tag um 16.30 Uhr und am 24. Dezember schon um 13 Uhr am Finkenhäuschen. Von dort aus suchen alle gemeinsam das richtige Haus. So verkürzt sich Tag für Tag die Wartezeit der kleinen und großen Kinder auf den Heiligen Abend. Gerade im SUV-Segment wird bei der Bestellung eines Neuwagens meist das Häkchen beim Dieselmotor gesetzt. Aber es gibt durchaus interessante Alternativen mit Sparpotenzial. Vielleicht auch das Mercedes GLC 350e Coupé. Und dieser wird bei Bedarf nicht nur von einem, sondern gleich von zwei Motoren angetrieben. Einem Vierzylinder-Turbobenziner mit 211 PS und einem 115 PS starken Elektromotor. Zusammen liefern die beiden eine Systemleistung von 320 PS. Als sogenannter Plug-in-Hybrid kann der GLC 350e auch an der Steckdose aufgeladen werden. Im Gegensatz zu seinem Technikspender GLC im klassischen SUV-Design wirkt das Coupé massiv und setzt alleine schon mit seinem Auftritt ein Statement. Das eigenständige Design hebt sich mit seiner Mischung aus allen möglichen Fahrzeuggattungen vom Mainstream ab. Der praktische Nutzen bleibt dabei aber etwas auf der Strecke. Fährt man beispielsweise auf eine enge Kurve zu,
Dann kann der Hybrid dem Fahrer durch Vibrationen im Gaspedal signalisieren, dass er von eben selben mit dem Fuß runtergehen soll. Denn beim Ausrollen oder auch beim leichten Bremsen kann der Hybrid durch Rekuperation Strom zurückgewinnen. Ansonsten fährt der GLC sehr souverän und mit seiner Luftfederung durchaus komfortabel. Bei Bedarf kann er aber auch seine Krallen zeigen. Mit 2,1 Tonnen ist das GLC Coupé kein Leichtgewicht. Zudem sitzen die schweren Akkus unter dem Kofferraumboden. Durch die Energiespeicher schrumpft der Kofferraum selbst nicht. Es fällt aber das 140-Liter-Fach unter dem Kofferraumboden weitgehend weg. So bleiben 330 bis 720 Liter Ladevolumen übrig. Dafür genießen Fahrer und Beifahrer nicht nur großzügige Platzverhältnisse, sondern werden auch vom schicken Ambiente des Cockpits empfangen. Über den aufgesetzten Bordmonitor lässt sich der Energiefluss nachvollziehen. Rein elektrisch kann das GLC 350e Coupé nur etwa 27 Kilometer bewegt werden. Das ist nicht besonders viel und macht sich auch beim ADAC Eco-Test bemerkbar. Wir haben auf den ersten 100 Kilometern einen Durchschnittsverbrauch von 6,4 Liter Super und 7,1 Kilowattstunden Strom gemessen. Daraus resultiert eine CO2-Bilanz von 214 Gramm pro Kilometer. Die Abgase sind weitgehend sauber, nur die Partikelwerte etwas auffällig. So reicht es am Ende lediglich für 2 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Das GLC 350e Coupé rentiert sich wohl nur, wenn man immer fleißig Strom nachlädt, um möglichst lange rein elektrisch unterwegs zu sein. Ansonsten ist man mit einem Diesel sparsamer unterwegs und auch der Einstiegspreis liegt dann deutlich unter den gut 58.000 Euro, die Mercedes für den Plug-in-Hybriden aufruft. Ein grünes Gewissen will eben gut bezahlt werden. Das ist Tim. Tim ist oft müde, schlapp und ausgebrannt. Er kann sich abends kaum noch konzentrieren und es wird immer schlimmer. Was ist los mit Tim? Nun, nicht alle Nahrungsmittelunverträglichkeiten machen sich durch klare Symptome